Diese Bilder sollen uns an das Thema unserer heutigen Sendung heranführen, die Chemie der belebten Natur, kurz die Naturstoffchemie. Es ist, wie wir meinen, ein besonders reizvolles Thema. Etwa danach zu fragen, welche Farbstoffe eigentlich die Natur einsetzt, um die Herbststimmung in so wunderschöne, leuchtende Farben zu tauchen. Oder mit welchem Rot macht sie eigentlich eine Möhre eben so typisch rot? Oder einen gekochten Hummer? Oder welche Chemie bewirkt hier die Wachstumshemmung bei Bakterien im Umkreis einer bestimmten Pilzkolonie? Oder was sind die häufig genannten Vitamine eigentlich chemisch? Auf Fragen wie diese wollen wir heute einige grundsätzliche Antworten zu finden versuchen. Und wir wollen zeigen, wie den chemischen Leistungen der Natur die heute geradezu kunstvollen Fähigkeiten des Chemikers gegenüberstehen. Schauen wir ihm zunächst einmal über die Schulter, wie er einen Naturstoff isoliert. Möhren enthalten einen roten Farbstoff, den ihnen die Natur mitgibt. Er lässt sich leicht von den ganz andersartigen Hauptbestandteilen der Karotten abtrennen. Dazu wird hier auf pürierte Karotten Benzin gegeben. Als organisches Lösungsmittel extrahiert es den Farbstoff. Eine solche Lösung wurde durch Eindampfen hier an Farbstoff angereichert. Ihn rein zu gewinnen, gelingt durch Trennung auf einer chromatographischen Säule. Sie besteht aus einem oberflächenreichen Stoff, in diesem Fall Aluminiumoxid. Es hat die Eigenschaft, die von einem stetig nachfließenden Laufmittel getragenen verschiedenartigen organischen Moleküle auf ihrem Weg durch die Säule unterschiedlich stark zu adsorbieren, also festzuhalten. Deshalb wandern sie mehr oder weniger rasch vom oberen zum unteren Ende der Säule, mit dem Ergebnis, dass sich auf diesem Weg der Farbstoff von anderen Begleitstoffen trennt. Nach einer bestimmten Zeit verlässt er immer noch im Laufmittel gelöst die chromatographische Säule. Der letzte Schritt vollzieht sich in einem sogenannten Rotationsverdampfer. In ihm wird das Laufmittel Hexan unter vermindertem Druck und daher sehr schonend entfernt. Was zum Schluss als dünne Schicht auf der Innenseite des Kolbens haftet, ist der Farbstoff in reiner kristalliner Form. Hat der Chemiker nun einen Naturstoff isoliert und rein in der Hand? Beginnt er, dessen chemische Konstitution aufzuklären. Früher erforderte das nicht selten jahrelange Laborarbeit, denn man konnte nur in immer neuen chemischen Reaktionen diesen Stoff mit der unbekannten Konstitution in definierter Weise zu einfacheren und schon bekannten chemischen Verbindungen abbauen. Anders heute, wo der Chemiker ein wahres Arsenal von physikalischen Methoden regelrecht als strategische Waffen einsetzen kann. Am Anfang steht auch heute meistens noch die klassische Verbrennungsanalyse zur Bestimmung des Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalts. Freilich wurde sie inzwischen so modernisiert, dass sie äußerlich schon fast wie eine physikalische Methode anmutet. Dabei wird eine auf tausendstel Milligramm genau ausgewogene Substanzprobe in Sauerstoff verbrannt. Aus den Verbrennungsprodukten Kohlendioxid und Wasser ermittelt der Rechner die Gehalte an Kohlenstoff und Wasserstoff. Sie erscheinen am Ende auf einem Papierstreifen ausgedruckt.
Die Frage nach der Molekülgröße beantwortet die Massenspektrometrie. Dazu wird eine Substanzprobe unter Hochvakuum mit Elektronen beschossen. Hoch angeregt zerbrechen die Moleküle in unterschiedlich schwere Ionen mit positiver Ladung. Durch Hochspannung beschleunigt trennen sie sich in einem magnetischen Feld, so wie bei dieser Modelldemonstration Stahlkugeln, die beim Passieren eines Magneten unterschiedlich stark ausgelenkt in verschiedenen Bereichen auftreffen und so letztlich voneinander getrennt werden. Bei einem Massenspektrometer übernimmt das Zählen der Teilchen ein Detektor. Und durch Änderung der magnetischen Feldstärke erreicht man, dass eine Ionensorte nach der anderen auf den Detektor gelangt. Hier nun das Massenspektrogramm des Karottenfarbstoffes. Es enthält bei der unten abzulesenden Massenzahl 536 diese Linie der relativen Intensität 68. Aus dieser Information und aus den Werten der Verbrennungsanalyse ergibt sich die Brutto- oder Summenformel des roten Möhrenfarbstoffes C40H56. Doch sagt auch diese Formel noch nichts über die molekulare Architektur der Verbindung aus. Kenntnisse von ihr verschafft sich der Chemiker mithilfe anderer physikalischer oder chemischer Methoden. Eine wichtige Rolle spielen heute spektroskopische Untersuchungen, also die Aufnahme von Lichtabsorptionskurven in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Hier verrät die Lage der Absorptionsbande, dass die Farbstoffmoleküle in größerer Zahl einander benachbarte, sogenannte konjugierte Doppelbindungen besitzen müssen. Um ihre Zahl zu erfahren, wird hier eine abgemessene Substanzprobe in eine wasserstoffgefüllte Mikrohydrierapparatur eingespritzt. Unter Mithilfe eines im Analysenansatz vorgelegten Katalysators lagert er sich an sämtliche Doppelbindungen der Analysensubstanz an. Beim Anlaufen der Hydrierung herrscht in der Apparatur noch normaler atmosphärischer Druck. Infolgedessen befindet sich der Quecksilberspiegel in einem nachgeschalteten Sperrventil in seiner Normalposition, das heißt unten. Sind erst alle Doppelbindungen hydriert, ist bis auf das Grau des Katalysators die Farbigkeit verloren gegangen. Und da Wasserstoff verbraucht wurde, herrscht in der Apparatur jetzt Unterdruck. Der verbrauchte Wasserstoff wird nun durch frisch erzeugten wieder aufgefüllt. Dazu lässt man Natriumboranatlösung von bekanntem Gehalt in vorgelegte Essigsäure eintropfen. Die benötigte Menge Boranat ist ein direktes Maß für den bei der Hydrierung verbrauchten Wasserstoff. Daher erfolgt die Zugabe so lange, bis in der Apparatur wieder Normaldruck herrscht. Und das Bild rundet sich mit dem Protonen-NMR-Spektrum. Zahl und Lage seiner Linien verraten, wie viele Sorten Wasserstoffatome in unterschiedlicher chemischer Umgebung die Verbindung enthält und wie die jeweilige Umgebung ihrerseits beschaffen ist. Fürwahr, eine harte Nuss. Zunächst einmal für Sie, jetzt hier eine Methode nach der anderen ganz flüchtig zu erleben. Genauso aber auch für den Chemiker, der durchaus noch nicht am Ziel ist, wenn lauter graue Kästen auf Knopfdruck Ergebnisse über Ergebnisse ausgespuckt haben. Manchmal ist es dann wie in einem komplizierten Puzzlespiel, bis man am Ende ein solches vollständiges Strukturmodell in der Hand hat. Hier übrigens das für den roten Karottenfarbstoff, das sogenannte Beta-Carotin. Ein grafisches Abbild davon ist dann eine solche Strukturformel. Beta-Carotin ist ein langkettiges Polyen, mit 11 konjugierten Doppelbindungen darin. Beide Enden sind zu 6-gliedrigen Ringen geschlossen. Dieses Beta-Carotin ist nur ein Spross aus der kinderreichen Familie der Carotinoide. Alle sind sie sehr ähnlich gebaut. So gehen die gelblichen Farbtöne im Herbstlaub auf die Verbindung Lutein zurück. Und das typische Rot in der Schale von gekochtem Hummer auf Zeaxanthin. Und das Carotinoid Lycopin ist es, das den Tomaten ihre typische Farbe verleiht.
Vergleicht man die Konstitutionen solcher Carotinoide, fällt ihr genial einfaches Bauprinzip auf. Alle enthalten sie nämlich nur einen immer wiederkehrenden Baustein aus 5 Kohlenstoffatomen, das Isopren. 8 solcher Bausteine sind es im Beta-Carotin sowie einer ganzen Reihe anderer carotinoider Farbstoffe. Nun ist gerade Beta-Carotin mehr als nur ein x-beliebiges Rot aus der riesigen Farbstoffpalette der Natur. Vielmehr kann es von Mensch und Tier mit der Nahrung aufgenommen, im Körper dann zu jenem lebenswichtigen Stoff abgebaut werden, den man auch in Butter, Eigelb und besonders reich im Lebertran antrifft, Vitamin A. Die Verwandtschaft fällt bei Betrachtung dieser Strukturformel sofort ins Auge. Wird nämlich das Molekül von Beta-Carotin an seiner zentralen Doppelbindung oxidativ gespalten, so entstehen 2 Moleküle Vitamin A. Dieses Vitamin A stammt freilich nicht aus der chemischen Produktion der Natur, denn diese reicht längst nicht mehr aus, den vorhandenen Bedarf zu decken. Und so hat sich der Chemiker ans Werk gemacht, nach eigenen Rezepten Vitamin A zu synthetisieren. In diesen riesigen Rührkesseln aus Edelstahl vollzieht sich der Hauptschritt der großtechnischen Vitamin-A-Synthese. Die Verknüpfung zweier zuvor maßgeschneiderter Molekülbausteine. Was hier in der gerührten Mischung chemisch abläuft, lässt sich besser beobachten, wird diese Reaktion in einer gläsernen Apparatur ausgeführt. Im Reaktionsgefäß vorgelegt ist hier die Vorstufe zu einem reaktionsfreudigen C15-Baustein, einem sogenannten Phosphonium-Elit. Und als C5-Baustein sogenanntes Gamma-Formylcortylacetat. Durch Zugabe der starken Base Natriummethylat bildet sich nun zunächst das intensiv rot gefärbte Elit. Kaum gebildet, reagiert es mit dem vorhandenen C5-Baustein weiter. Und zwar verknüpfen sich in einer sogenannten Wittig-Olefinierung die Bausteine miteinander zum Vitamin A-Acetat, dem Essigsäureester des Vitamins A. Aus dem Reaktionsgemisch lässt sich nach Ansäuern das Produkt mit Petrolether extrahieren. Im Modellversuch reicht dazu ein Schütteltrichter. In der Großanlage vollzieht sich das in einer meterhohen Gegenstrom-Extraktionskolonne. Erhalten wird zunächst ein roher Extrakt, der noch zahlreiche weitere Reinigungs-, Isomerisierungs- und Kristallisationsschritte zu durchwandern hat. In einer großen Zentrifuge wird das erhaltene reine Alttrans-Vitamin-A-Acetat vom größten Teil anhaftender Lösungsmittel befreit. Zum Schluss durchwandert es einen riesigen Trockner. Im Strom von eingeblasenem Stickstoff hält es schließlich als ein rieselfähiges Pulver an und fließt regelrecht in das Zwischenlager des Apfelbetriebes. Nun, was da in einem Laborexperiment, in einem Dreihalskolben so leicht und komplikationslos abläuft, ist ja in Wirklichkeit nur der letzte Schritt einer ja noch sehr aufwendigen Synthese. Und es kommen die beiden komplizierten Bausteine, wie sie da zusammengefügt werden, nicht von ungefähr. Zwar beginnt der Weg in der Tat mit chemisch einfachen Grundbausteinen, wie sie heute bekanntlich massenweise in petrochemischen Großanlagen produziert werden, doch bedarf es schon des technischen Potenzials eines großen Verbundbetriebes, um die recht komplizierten Ausgangsmaterialien für eine Naturstoffsynthese zusammen mit ganz anderen Zwischenprodukten kostengünstig herstellen zu können. Kein Wunder also, wenn sich erst am Ende einer mehrere Jahre langen Forschung ein industriell gangbarer Weg zum Vitamin A hat finden lassen. Und selbst heute geht die Suche nach möglichen Verbesserungen des Gesamtprozesses weiter. Das gilt mehr und mehr auch für die Frage, wohin mit den unvermeidlichen Nebenprodukten und Abfallstoffen. Sie umweltfreundlich zu beseitigen oder besser noch, sie in wiederverwendbare Stoffe rückzuverwandeln, ist das Gebot der Stunde. Wo die chemische Industrie nicht nur Grundbausteine produziert, lässt sie die Reaktionen in Lösung ablaufen.
Die Wiederaufbereitung gebrauchter Lösungsmittel ist indes wenig problematisch. Soweit sie organischer Natur sind, lassen sie sich ganz einfach durch Destillation rückgewinnen. Dies ist allerdings immer noch das Lösungsmittel Nummer 1, Wasser. Bis zu 600.000 Kubikmeter fallen davon Stunde für Stunde beim größten Chemiekomplex in unserem Lande an, und zwar als Gebrauchswasser, das aus den verschiedensten Produktionsstätten kommt. Es strömt in diese riesige biologische Kläranlage, deren Bau allein die fantastische Summe von 200 Millionen Mark verschlungen hat und deren Betrieb täglich 200.000 Mark Kosten erfordert. Dann aber das Problem der Nebenprodukte. Etwa dieses weiße Pulver, Triphenylphosphanoxid, wie es bei der Vitamin-A-Synthese in riesigen Mengen anfällt. Ständig und zwangsweise, denn letztlich stammt es aus dem teuren Triphenylphosphan, das ursprünglich in den reaktiven C15-Baustein eingegangen war. Inzwischen hat man gelernt, wie sich das nutzlose Abfallprodukt wirtschaftlich wieder in Triphenylphosphan überführen und als solches in die Vitamin-A-Synthese einschleusen lässt. Apropos Vitamine, eine ganze Reihe von natürlich vorkommenden Verbindungen üben in unserem Organismus eine derart lebenswichtige Funktion aus, wie das Vitamin A. Besonders bekannt ist das Vitamin C. Es ist in vielen frischen Früchten enthalten, besonders reichlich in Zitrusfrüchten, aber auch in Kiwis und im Sanddorn. Die Hauptrolle spielt heutzutage freilich das synthetisch gewonnene Produkt, seit man nämlich erkannt hat, dass Vitamin C den Körper gegen eine Reihe von Infektionskrankheiten widerstandsfähiger macht, wird es von der pharmazeutischen Industrie in riesigen Mengen produziert und in Tablettenform in den Handel gebracht. Etwa solche Vitamin-C-Brausetabletten wurden besonders bekannt. Und so ist die Mangelkrankheit Skorbut, die früher Seeleuten auf langen Fahrten zu schaffen machte, heute nahezu unbekannt, dank der Chemie, die sich wie so oft die Natur zum Vorbild nahm. Mit Hilfe des Sonnenlichts baut jede grüne Pflanze aus dem Wasser des Bodens und aus dem Kohlendioxid der Luft einfache Zuckermoleküle auf. Zum Beispiel mit der Summenformel C6H12O6 Glucose. Sie ist das Ausgangsmaterial für die industrielle Vitamin-C-Synthese. In dickwandigen Druckgefäßen, sogenannten Autoklaven, wird Glucose zunächst zu Sorbit, katalytisch hydriert. Chemisch verwandelt sich dabei die funktionelle Gruppe CHO, charakteristisch für einen Aldehyd, in die Gruppe CH2OH, also die eines Alkohols. Aus dem Zucker wird ein Zuckeralkohol. Der nächste Syntheseschritt verläuft eher gegenteilig. Und zwar wird an dieser Stelle des Moleküls eine Alkoholgruppe zu einer Carbonylfunktion oxidiert. Diesen Schritt ohne Umwege und so gezielt zu tun, gelingt bislang nur mit Bakterien und den Enzymen, die sie produzieren. Vollzogen wird er in diesen riesigen Tanks durch Kulturen von Acetobacter suboxidans, denen eine geeignete Nährlösung und Sorbit angeboten wird. Dieser bei der Oxidation neu gebildete Zucker, eine sogenannte Ketohexose, hat noch vier weitere Syntheseschritte zu durchlaufen. Erst dann liegt das Vitamin C vor, und zwar zunächst als ein noch unreines Rohprodukt, wie es hier auf Trommelfiltern erscheint. Durch Umkristallisation gereinigt, verlassen monatlich mehrere Tonnen Vitamin C die Produktion. Und das sind die beiden Verbindungen, die Anfang und Ende des langen Syntheseweges markieren. Glucose und Vitamin C, seiner chemischen Bezeichnung nach L-Ascorbinsäure. Ascorbinsäure ist das Vitamin, das als erstes synthetisch hergestellt auf den Markt kam, und zwar schon 1937. Bis dahin kostete das Naturprodukt den stolzen Preis von $7 das Gramm. Nur einen Bruchteil davon zahlen wir heute für Ascorbinsäure, wie sie die Industrie zurzeit weltweit mit schätzungsweise 35.000 Tonnen jährlich produziert. Die Synthese ist mit Glucose als Ausgangsmaterial eigentlich ja nur eine Teilsynthese, aber eine bewährte.
Und daran wird sich auch nichts ändern, weil Glucose immer konkurrenzlos billig, etwa aus Stärke, zugänglich sein wird. Ganz anders ist das mit dieser Wurzel aus Mexiko, Dioscorea composita. Sie ist Quelle für den Naturstoff Diosgenin, bis vor kurzem das wichtigste Ausgangsmaterial für die teilsynthetische Herstellung der sogenannten Steroidhormone. Einige von ihnen sind die Wirkstoffe in den bekannten Pillen zur Empfängnisverhütung. Cabeza de Negro, so nannten die Mexikaner diese heimische Wurzel, die bis heute nur von Pflanzen gesammelt wird, die wild wachsen. Die Geschichte ihres wichtigen Inhaltsstoffes Diosgenin liest sich so spannend wie ein Abenteurerroman. Der amerikanische Chemiker Marker spürte das Diosgenin in der Wurzel auf, hielt aber jahrelang und mit Erfolg geheim, wie sich das Diosgenin aus den Wurzeln isolieren und in die kostbaren Steroide umwandeln lässt. Dabei sind die ersten Schritte noch simpel. Die zu breit zermahlenen Wurzeln werden fermentiert, das heißt einem gezielten Angriff durch Mikroorganismen ausgesetzt. Dann wird der vergorene Brei mehrere Tage an der Sonne getrocknet. Das dabei erhaltene Pulver wandert in eine Extraktion, wo man mit Hilfe organischer Lösungsmittel das reine Pflanzensterin isoliert. Das rein erhaltene Diosgenin in die hochwirksamen Steroidhormone zu überführen, erfordert dagegen chemische Kunst. Und das, obwohl sich die Strukturen von Diosgenin und zum Beispiel Progesteron, eines dieser Hormone, stark zu ähneln scheinen. Beide enthalten nämlich ein typisches Molekülgerüst aus vier miteinander verknüpften Ringen. Unterschiedlich sind einzig nach Art und Lage die sogenannten funktionellen Gruppen an diesem Grundgerüst. Sie in gezielten Syntheseschritten gegeneinander auszutauschen, wurde inzwischen gängige Praxis. Doch haben Chemiker und Mikrobiologen gemeinsam auch einen Weg geöffnet, das Monopol des immer knapper werdenden Diosgenins zu brechen. Bakterien wie diese sind es, die in einem einzigen Verfahrensschritt vollziehen, was der Chemiker bei all seinem synthetischen Geschick nur auf Umwegen bewerkstelligen würde. Gefüttert mit einer Nährlösung aus Kohlenstoff- und stickstoffhaltigen Quellen, gedeihen die Mikroorganismen hier in einer kontinuierlich arbeitenden Laborapparatur mit einem gläsernen Fermenter. Aus einem Vorratsgefäß wird die Nährlösung entnommen und mit einer Schlauchpumpe in den Fermenter transportiert. Die Bakterien benutzen sozusagen aus reiner Verzweiflung die ihnen einzig angebotene Kohlenstoffquelle, ein aus Sojabohnenöl billig erhältliches Sterin, um bei dessen Oxidation Energie zu gewinnen. Vom Standpunkt der Bakterien aus als Abfall entsteht dabei eine direkte Vorstufe des Sexualhormons Östron. Der heutige Stand der Fermentationstechnologie gestattet es ohne weiteres, solche Bioprozesse, sei es diskontinuierlich, sei es kontinuierlich, in großen Bioreaktoren auszuführen. Die Größe der Ansätze beträgt bis zu 250.000 Liter. Abgeerntet wandert von hier die Kulturlösung in die jeweils mehrstufige Aufarbeitungstechnik. Gleich zweifach lässt der Chemiker in diesem Beispiel die Natur synthetisieren. Zunächst, um den Grundkörper der Steroide aufzubauen. Zwar beherrscht man heute dafür elegante Totalsynthesen, doch ist und bleibt die Natur der billigere Lieferant für ein derart kompliziert gebautes Molekülgerüst. Und der zweite Aspekt, in einem einzigen Schritt schaffen es die Bakterien, aus einem unwirksamen Naturstoff zu einer direkten Vorstufe des hochwirksamen Sexualhormons Östron zu gelangen. So viel über Beispiele dafür, dass sich die Natur als chemische Fabrik und als Lieferant von hochspeziellen Chemikalien betätigt. Immer wenn es in der Praxis wesentlich aufwendiger ist, einen Naturstoff zu isolieren, als etwas Gleichwertiges zu synthetisieren, kommt die Kunst der Chemie ins Spiel. Ein Beispiel war das Vitamin C, das heute so billig produziert wird. Und ein weiteres liefert die faszinierende Chemie der Farbstoffe. Purpur war von der Antike her bis ins letzte Jahrhundert die Farbe der Könige und Fürsten. Den Farbstoff lieferte die Natur. Doch für war nicht eben gerade üppig. Um ein einziges derartiges Gewand zu färben, waren geradezu Unmengen dieser im Meer lebenden Purpurschnecken nötig.
12.000 von ihnen liefern kaum mehr als ein Gramm des edlen Farbstoffes. Und so ist es verständlich, warum er nur gekrönten Häuptern vorbehalten blieb. Das änderte sich, als es 1906 gelang, den Bau des Purpurmoleküls aufzuklären. Chemisch ist Purpur nichts anderes als 6,6-Dibromindigo, also ein enger Verwandter eines anderen Naturfarbstoffes, der gleichfalls über lange Zeit als königlich galt, Indigo. In Anlagen ähnlich diesen lief nach Jahrzehnten wissenschaftlicher und technischer Vorarbeit 1897 die Produktion von künstlichem, das heißt großtechnisch synthetisiertem Indigo an. Damit zerbrach die Monopolstellung des natürlichen Indigos, von dem damals für die Baumwoll- und Wollfärberei 2000 Tonnen jährlich im Wert von 100 Millionen Goldmark nach Deutschland importiert wurden. Das Erscheinen von synthetischem Indigo bleibt für immer ein Markstein in der Geschichte der Chemie. Ebenso aber auch ein Beispiel für das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen der an der Hochschule betriebenen Grundlagenforschung mit dem technischen Know-how der chemischen Industrie. Gewiss wäre das Problem lösbar gewesen, auch Purpur in technischem Maßstab wie Indigo zu synthetisieren. Doch das Interesse schwand, als die rasch aufblühende Teerfarbenindustrie Purpurfarbstoffe auf den Markt brachte, die den antiken Purpur an Brillanz und vor allem an Lichtechtheit bei weitem übertrafen und die sich unabhängig von den Launen der Natur in immer gleichbleibender Qualität produzieren ließen. Hatte es für die Indigo-Produktion fast schon ein Aus gegeben, so erfuhr sie mittlerweile eine einzigartige Renaissance, weil ausgerechnet die mangelhafte Farbstoffqualität auf Baumwolle zur Mode wurde. Ein Farbstoff aus einer Meeresschnecke, das ist ein historisches Beispiel für einen Naturstoff aus dem Meeresbereich. Übrigens ein Bereich, dem die Naturstoffchemiker erst in neuester Zeit ihre Aufmerksamkeit widmen. So wurden jetzt aus Meeresalgen, aus Korallen und Schwämmen neuartige Verbindungen isoliert, die ähnlich wie das bekannte Penicillin auf gefährliche Mikroorganismen wachstumshemmend wirken, das heißt als Antibiotika gelten können. Damit sind wir praktisch schon beim nächsten Thema angelangt, der pharmakologischen Wirksamkeit chemischer Verbindungen. Worauf lässt sie sich zurückführen? Auf bestimmte Verbindungsklassen? Auf Bauprinzipien der Moleküle? Mehr darüber beim nächsten Mal. Für heute auf Wiedersehen.